Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser Gottesdienst jetzt ist Dietrich Bonhoeffer gewidmet. Am Gründonnerstag, dem 9. April, jährt sich zum 75. Mal sein Todestag. Er starb eines gewaltsamen Todes im Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz. Dietrich Bonhoeffer wurde 1906 in Breslau geboren, studierte Theologie, übernahm 1935 die Leitung eines illegalen Predigerseminars der Bekennenden Kirche. Und schon 1933 hatte Bonhoeffer über politisches Widerstandshandeln aus dem christlichen Glauben heraus nachgedacht. Nach dem Kriegsausbruch schloss er sich dann dem Widerstandskreis um General Ludwig Beck an. In diesem Widerstandskreis, der dann später auch das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944 geplant und vorbereitet hat, wurde Bonhoeffer zum Berater und zum Seelsorger. Am 5.4.1943 wurde Bonhoeffer verhaftet. Seine Verwicklungen in den Widerstand konnten nicht mehr verschleiert werden. Auf einen persönlichen Befehl Adolf Hitlers hin ist Bonhoeffer am 9. Juli 1945 ermordet worden. Wir sind hier zusammen am Fischrelief unserer Friedenskirche. Viele Steine haben Christen hier zusammengetragen, die erinnern an unsere weltweite Verbundenheit im Zeichen des Fisches, dem Ursymbol der Christenheit. Wir finden hier auch Steine unserer Partnergemeinde Boende und auch unserer Partnergemeinde Lofoi im Kongo. Und neben mir steht ein Gast aus Afrika, eben ein Gast aus unserer Partnerkirche, Pastor Emmanuel Boango, der hier in Zukunft auch in dieser Gemeinde und im Kirchenkreis arbeiten wird. Ich werde ihn nachher noch befragen zur Bedeutung Bonhoeffers für die weltweite Christenheit, für das, was wir Ökumene nennen. Und dieses Interview werden wir dann auch auf der Homepage unserer Gemeinde verlinken, wie man so schön sagt. Unter den Steinen auch einer, mehrere aus dem Konzentrationslager Flossenbürg, in dem Dietrich Bonhoeffer in der Oberpfalz hingerichtet wurde. Und Steine der Europatage, die wir hier im letzten November durchgeführt haben mit Gästen aus allen Partnerstädten Europas, Iserlohnspartnerstädten in Europa, die auch zum Zeichen der Versöhnung Steine mitgebracht haben. Und eine Künstlerin des Iserlohner Kunstvereins Petra Lubuschek hat uns geschenkt zu diesen Europatagen, in denen wir gedacht haben an die Versöhnung zwischen den Völkern 100 Jahre nach dem schrecklichen Ersten Weltkrieg. Petra Lubuschek, eine Iserlohner Künstlerin, hat uns dieses Bonhoeffer-Gemälde geschenkt. Und sie hat dazu einen wunderschönen Text geschrieben. Ein Held wolltest du niemals sein. Ein Kämpfer für Freiheit, für Gleichheit, Frieden und Recht. Gegner des Krieges, der mit blutiger Handschrift sich rächt. Ein Märtyrer wolltest du niemals sein. Ein Vertreter der Liebe, die Jesus Christus, ein Jude, uns lehrte. Prediger wie er, dessen Weg die dunkelste Zeit dir beschwerte. Ein Zuschauer wolltest du niemals sein. Nicht tatenlos den entwürdigten Zügen aus Menschen nachsehen. Von Unmenschen entzündet, um in Rauch und in Asche aufzugehen. Ein Held wolltest du niemals sein, als die Schlinge sich feige und gewissenlos in die pulsierenden Adern bohrte, blieben Glaube und Liebe und deine hoffnungsspendenden,
kraftvollen Worte. Ein Held bist du doch geworden. Zu diesen Worten, zu diesen kraftvollen Worten Bonhoeffers gehören auch seine Gebete, die er für seine Mitgefangenen im Gestapo-Kerker gebetet hat. Hier im Gefängnis rückten sie eng zusammen, die leidenden Gegner des Naziregimes, Kommunisten, Atheisten, Agnostiker und er, der evangelische Pastor. Und sie wollten wissen, was seine Kraft ausmacht, seine Kraft zum Widerstand und zum Widerstehen. Christian Otterstein singt uns jetzt begleitet von Hubert Schmalor aus einem der großen Gebete Bonhoeffers. Matthias Nagel hat es komponiert für ein Bonhoeffer Oratorium, das der Chor unserer Friedenskirche schon so manches Mal aufgeführt hat. Wir haben einen Gebetsflyer mit Gebeten aus der Friedenskirche zusammengestellt und in der Friedenskirche am Friedensleuchter auch zu beten, an dem ich jetzt hier stehe. Und diesen Flyer kann man auch abrufen auf unserer Homepage unter einem Link zum Gebetsflyer der Friedenskirche. Ich will das Gebet, das wir gehört haben, eben aus diesem Flyer nochmal sprechen. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. Wir erleben in diesen Tagen der Corona-Krise viel Einsamkeit.
Und wir erfahren, wenn wir ehrlich sind, auch eine ganz gehörige Portion Ohnmacht und Hilflosigkeit. Über menschliches Leid und Einsamkeit und Hilflosigkeit schreibt Dietrich Bonhoeffer einmal aus seinem Gefängnis. Das Elend, Leid, Armut, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Schuld vor den Augen Gottes etwas ganz anderes bedeuten als im Urteil der Menschen. Dass Gott sich gerade dorthin wendet, wo die Menschen sich abzuwenden pflegen. Dass Christus im Stall geboren wurde, weil er sonst keinen Raum in der Herberge fand. Das begreift ein Gefangener besser als ein anderer. Und das ist für ihn wirklich eine frohe Botschaft. Und indem er das glaubt, weiß er sich in die alle räumlichen und zeitlichen Grenzen sprengende Gemeinschaft der Christenheit hineingestellt. Und die Gefängnismauern verlieren ihre Bedeutung. Lasst uns jetzt auch im Gefühl der Verbundenheit über alle Trennungen, auch durch diese Krise hinweg, gemeinsam uns verbunden fühlen in den wunderschönen Versen, die Dietrich Bonhoeffer gedichtet hat, ein Geschenk an uns alle von guten Mächten. Das Lied und den Text finden wir im Gesangbuch unter der Nummer 652. Das Gedicht von guten Mächten, treu und still umgeben, verfasste Dietrich Bonhoeffer 1944 zum Heiligen Abend und zu Silvester. Im vergitterten Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin für seine Eltern und für seine Frau Maria von Wedemeyer, seine Verlobte, hat er es geschrieben. Dieses Gedicht bzw. Lied, das für viele Menschen auch in unserer Gemeinde, das weiß ich, ein richtiger Lebensbegleiter geworden ist. Es spiegelt mit seinen ausdrucksstarken Worten Nähe Gottes und seiner Engel wider. Bonhoeffer schickt das Gedicht am 19.12.44 seiner Verlobten, dazu auch einen Begleitbrief und bestimmt diesen auch für Eltern und Geschwister. Bonhoeffer schreibt, hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister.
Es ist ein persönliches Gedicht. Maria, so können wir vermuten, liest es nach dem gewaltsamen Tod Bonhoeffers immer wieder. Vor allem auch in der Phase ihres eigenen Sterbens. Im Begleitbrief kurz vor Weihnachten 1944 schreibt Bonhoeffer, dass er sehr stille Tage in unseren Häusern erleben, dass wir sehr stille Tage in unseren Häusern erleben werden. Die Eltern sind in ihrem Berliner Haus durch Bombenangriffe gefährdet. Sein Bruder Klaus, seine Schwäger Hans von Donani und Rüdiger Schleicher sowie sein Freund Eberhard Bethke sind in Haft wegen Hoch- und Landesverrats angeklagt. Und nun teilt der Selbstbedrängte stärkend der bedrängten Familie seine Erfahrung mit. Er schreibt: Je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Er tröstet seine Verlobte und Familie mit dem Trost, den er selber in der Haft erfahren hat. Er ist nicht allein und einsam, nicht nur unbehaust. Du, die Eltern, ja alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Doch es sind nicht nur die nahenstehenden Menschen, die ihn umgeben, sondern wie unsichtbare gute Mächte auch eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche und Zusammentreffen, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Und die Gegenwart? Ihr wendet sich Bonhoeffer in der fünften Strophe zu. Heute, sagt er, ist jene Zeit, wo warm und still die Kerzen flammen. Das Licht und die Wärme dieser Zeit hat Gott in die Dunkelheit gebracht. Weihnachten, Ostern, Feste des Lichtes. Die Zeit, wo sich die Familien treffen. Darum jetzt die Bitte, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, uns, die wir getrennt sind. Wie auch immer soll uns gewiss sein, dein Licht scheint in der Nacht. Licht leuchtet in der Finsternis. Das ist Ostern und genauso Weihnachten. Licht, als die Hirten auf dem Feld bei den Herden wachen, schauen sie Wunderbares, sodass sie umgeben sind von göttlichem Glanz. Die Frauen am Grab in dunkler Trauer und Hoffnungslosigkeit, die Gestalt der Engel wie der Blitz und das Gewand weiß wie der Schnee. Wie hört sich dies in Bonhoeffers Gedicht an? Die sechste Strophe spricht von der Stille, die nun sich tief um uns breitet. Es ist eine Stille wie bei stille Nacht, heilige Nacht. Diese Stille ist nicht stumm und leer. Sie ist Voraussetzung, jenen vollen Klang zu hören, der in einer Welt ertönt und erklingt, die unsichtbar sich um uns weitet. Es ist eine Stille, die das zum Klingen bringt, was sonst so oft im Alltagslärm untergeht, sei es im Flugzeuglärm, in Bombennächten oder in der unablässigen Beschallung und Überflutung mit Informationen heute. Die Stille eröffnet jenen vollen Klang von Gottes Kindern Hohnlobgesang. Es ist der Gesang der lachenden Kinder, der verschwiegenen Alten, es ist das Lebenslied der Menschen und der Engel. Es ist der Atem der Seele, der unsere Kehle durchströmt und die Stimmbänder in Schwingung versetzt, sodass sie sagen und singen und klingen: Fürchtet euch nicht. Die Engel über den Hirten im geöffneten Himmel und die Engel am Ostermorgen wünschen sie nicht den Menschen Gutes in bösen Tagen? Gott bei uns am Abend und am Morgen, Gott bei uns an jedem
neuen Tag. Ein weiteres Lied aus dem Bonhoeffer Oratorium, Ich werde mich finden. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet. Bonhoeffer hat seine Gefängniszelle fast als eine Art Mönchsklause gestalten gelernt. Die Stille öffnet Türen zu einer anderen Sphäre. Oder Schauen in die Weite durch Gitter und Gefängnistüren begrenzt wird, da können sich die Ohren öffnen. Die Ohren hören nicht nur Worte und Stimmen, sondern auch Klang und Musik. Wie von guten Mächten. Bonhoeffer lädt ein, in einen Klangraum einzutreten, der uns wie der Orgelklang in einem Kirchenraum oder der Klang des Klaviers ummanteln kann. Wir hören Jesu bleibet meine Freude von Johann Sebastian Bach. Thank you.
George Bell war anglikanischer Bischof und ein guter, großer Freund Dietrich Bonhoeffers. Und er hat Bonhoeffers letzte Worte wiedergegeben, die ihm der Bonhoeffers Mitgefangene Payne Best nach seiner Befreiung mitgeteilt hatte. Dies ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Teilen Sie ihm mit, dass dies für mich das Ende, aber auch der Anfang ist. Mit ihm glaube ich an die Grundlagen unserer weltweiten christlichen Bruderschaft, die sich über alle nationalen Interessen erhebt und daran, dass unser Sieg gewiss ist. Ich glaube an die Universalität der Brüderlichkeit aus dem Bonhoeffer Oratorium. Ich glaube an die Universalität der Brüderlichkeit. Werdet Geschwister, ihr Menschen, zieht Christus an. Zieht Christus an, der Liebe und Versöhnung kleid. April 9, 1945, Tag der Ermordung Bonhoeffers vor nun 75 Jahren. Er hängt mit einer Klavierseite. Der ehemalige Lagerarzt des Konzentrationslagers Flossenbürg hat kurz vor seinem eigenen Tod 1955 in einem Brief über Bonhoeffers Ende berichtet. Er schreibt: Am Morgen des betreffenden Tages, etwa zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Gefangenen, darunter Admiral Canaris, General Oster, General Thomas, aus den Zellen geführt und die kriegsrechtlichen Urteile verlesen. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Menschen so gottergeben sterben sehen. Aus den Gefangenengebeten Bonhoeffers möchte ich ein Abendgebet lesen und sprechen, das auch auf unserem Gebetsflyer abgedruckt steht. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die meinen, ich befehle dir dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Amen. So unterschiedlich wir auch sind, jung oder alt, Mann oder Frau, wir teilen ein Gebet. Wir sind verbunden in Gottes Namen, verbunden durch gute Mächte. Lasst uns miteinander das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.